Wir haben in diesem Jahr die zwei Versuchsflächen angeschaut. Eines mit Pflugsaat und eines mit Streifenfrässaat. Wie sind der Träge ausgefallen auf diesen zwei Parzellen? Die Erträge waren sicher vergleichbar. Der Pflugsaat Mais ist etwas älter gesagt worden, hat sicher ein bisschen mehr Ertrag gegeben. Aber beim gefräseten Mais hat man vorher zuerst noch eine dritte Gale GPS xyliert und dementsprechend später hat er ein bisschen gesagt. Und wenn man das zusammenzählt, sind wir sicher einen Ertrag höher. Wie war der Maisertrag allgemein in diesem Jahr 2020? In Hülle und Fülle. Das Wetter hat mitgespielt. Es war wirklich ein Mais. Es war ein Maisjahr mit Rekordergebnis. Ja, überall sind die Scheuren voll, die Silo voll. Das ist gut, ja. Wir haben ja bei diesen zwei Feldern Streifenfrässaat und Pflugsaat. Bei Streifenfrässaat haben wir eine stabilere Bodenstruktur erwartet, weil der Boden nicht ganz flächig bearbeitet wird. Bei Pflugsaat wird der Boden ganz flächig gelockert. Ist vielleicht anfälliger auf Erosion. Sind die Erwartungen so eingetroffen? Hat man Unterschiede gesehen? Ja, definitiv. Es ist so, dass man ein Feld, wo mit Pflugsaat war, eigentlich am Anfang von dieser Regenperiode konnte ernten. Also sprich, die Böden waren noch nicht ganz so durchnässt wie dann, als wir das zweite Feld geräumt haben, wo Streifenfrässaat war. Wäre das Feld hier mit Pflug bestellt gewesen, dann wäre der Ernte relativ schwer oder schwierig geworden. Also die Wege wären eingesunken. So hat man wirklich eine gute, tragfähige Bodenschicht gehabt, wo man den von Befahrbarkeit ermöglicht hat. Man ist zwar auch abgerutscht und es ist nicht überall schön gegangen, es hat zum Teil hat es einfach auch jetzt geschleudert, aber man hat noch ernten für die heurigen Verhältnisse sicher zufrieden sein. Wenn man das jetzt Herd auf Herd vergleichen möchte, dann müssen wir die gleichen Parzellen beides zusammen machen, aber wir haben die Beispiele eigentlich in nächster Nähe gehabt, wo in Hanglage eigentlich Felder sind mit Pflug bestellt worden und durch die starken Ereignisse von der Erosion war es, dass wirklich eine größere Menge in der Erde abgeschweicht hat. Die Erfahrungen, die man jetzt heute gemacht hat, was bedeutet das für die Zukunft? Ja, also für uns oder für mich ist das ja nicht etwas Neues. Wir machen die Fräsaat, bieten wir ja seit x Jahren an. Ich denke, das passt in unsere Region hier. Nicht ganz zu vergleichen mit dem Seeland, wo alles eben ist. Vielleicht ist hier die Voraussetzung etwas anders. Aber hier bei unserer Region, denke ich, ist das nach wie vor eine gute Sache. Und man ist schlagkräftig. Im Frühling, auch gerade wenn man zuerst noch Schnittgras absilliert, kann man eigentlich in noch kürzester Zeit nachher mit der Fräse drin und dem Mais in den Boden drücken. Die Streifenfräsart wird ja auch vom Bund gefördert, weil es ressourcenschonend ist. Struktur, Bodenstruktur weniger belastet. Gibt es auch Nachteile von diesem Verfahren? Zum Beispiel der Glyphosateinsatz, der ja häufig auch damit zusammenhängt steht. Ja, das wird ja immer eigentlich wieder in den Medien umgeschleift. Für mich selber fehlt bis heute eigentlich der Beweis, dass das Glyphos wirklich so schädlich ist, wie man ihm gerne möchte. Anhängen. Und ich bin der Meinung, wenn es wirklich den Beweis hätte, dann wäre das Glyphos schon lange weg vom Markt. Also ich bin eigentlich der Meinung, es ist ein gutes Mittel, das mithelfen kann, gewisse Probleme eben bei nicht wendender Bodenbearbeitung zu beseitigen. Und für mich tun eigentlich die Vorteile überwiegen gegenüber den Nachteilen. Aber es muss richtig eingesetzt werden und nicht zu viel. Nicht, dass man einfach irgendwo gegen Glyphos spritzt und an den Pflug anhängt und es noch umgekehrt. Das ist der Blödsinn. Aber wenn man wirklich den Tieren Grasnarben können, mit dem gehen, dort spritzen und dann eine neue Kultur anbauen reichen, dann glaube ich, dienen zu allem zusammen, dem Boden und der Natur auch. Du bist ein Befürworter von der Streifenfrässaat. Die Alternativen, die in den letzten Jahren zum Teil sind aufgekommen, die Vorkultur mechanisch können, umzubrechen mit flachem Schälen, da siehst du nicht eine Zukunft drin, oder ist das nicht eine Chance? Die Zukunft, die entscheidet sich, was der politische Wille eigentlich will.
Ich von mir, Entschuldigung für das Wort, ich finde es eigentlich daneben oder nicht wirklich gut oder Blödsinn, wenn man eigentlich sieht, was man für einen Aufwand betreibt. Mit einer Feldspritze kann man innerhalb von einer Stunde riesige Flächen abspritzen mit praktisch null Treibstoffaufwand. Wenn man mit so einer Schaufräse da durchgeht, ist der Aufwand einerseits energiemässig relativ hoch, man hat einen grossen Verschleiß und der ganze Anbau vom Mais wird eigentlich durch das verteuert. Und dementsprechend habe ich das Gefühl, wenn man sie einmal durchfahren kann, machen kann, hat man eigentlich den Tier gewonnen, also wir auch nicht zusammen dienen. Das BLW selber, oder? Die tun ja eigentlich, da weiss ja das Büro, das ja eigentlich die Erosionsminderung macht, hat ja eigentlich nicht einen Austausch mit den anderen, die irgendwo mit der Glyphosat-Problematik und das zusammenarbeiten. Also die linke Hand weiss nicht, was die rechte macht. Oder? Und das habe ich jetzt mehr als einmal festgestellt, dass man dort dürfen mitmachen an irgendwelchen Sitzungen, dass der Tier halt einfach nicht wissen, in der eigenen Reihe eigentlich vorhanden ist. Also sie wissen nicht, was sie eigentlich auslösen, wenn sie die Zinten verbieten. Dann kommen die anderen und sagen eigentlich, wie sie jetzt von der neuen APA denkt, wäre ich mit dem Bodenschutz, den man bringen sollte, und das beißt sich einfach irgendwo. Die Glyphosat-Problematik hat ja auch dazu geführt, dass vermehrt Landwirte wieder den Pflug einsetzen und den Mais im Pflugsaatverfahren anbauen. Ist das nicht auch eine Chance, eine ökologische, wenn man wieder mit dem Pflug kommt? Trotz aller Problematiken, die wir erfahren haben in diesem Jahr. Ich bin jetzt Anfang einiger Jahre in der Medien tätig und wir haben die Problematik seinerzeit ja gehabt. Wegen etwas ist mir auf die Streifenfräse gekommen. Das war dann zum Mal ein Sagen gewesen. Man hatte ein riesiges Problem mit der Erosion, wo man mit der Technik so Fortschritte gemacht hat, dass man das Mais so in den Boden drücken konnte, war alles zusammen glücklich gewesen. Warum dass das jetzt alles auf einmal wieder nicht mehr so Wert hat, das ist irgendwo halt für mich schon ein Fragezeichen. Aber ich bin nach wie vor der Meinung, es ist ein gutes Verfahren, das in die hügelige Region von der Schweiz passt. Es ist effizient, darum können wir ja auch Ressourceneffizienzbeiträge über, oder? Dass der Tier auch irgendwo noch schonend ist. Man sieht bei der Ernte gewisse Vorteile. Aber es ist halt, wie es überall ist, man hat bei jedem System Liebhaber und Sättige, die lieber auf etwas anderes zurückgreifen. Also dementsprechend haben wir auch verschiedene Verfahren im Angebot. Aber unser Betrieb selber, der sagt 70% von der Flächen, wenn nicht 80% mit der Fräsart. Der Rest stellt sich auf Solo und kombiniert.